Moinsen, Freunde, und herzlich willkommen zurück zu The Bass auf dem PC mit einer weiteren Folge ab dem Berliner Hauptbahnhof. Release des Spiels ist bzw. war der 25.03.2021, je nachdem wann ihr euch das Video anschaut, ist ja der Release entweder schon passiert oder er kommt noch. Wir befinden uns aber auf jeden Fall bei dieser Aufnahme immer noch im Early Access. Es gab schon das erste Update. Wir haben schon ein paar Fix bekommen und ich bin wieder im Skyrim unterwegs. Bald, wenn der Early Access rum ist und wir das Spiel offiziell dann auch im vollen Umfang nutzen können, werden wir uns natürlich unsere eigene Buslinie aufbauen und dann auch fleißig mit diversen diversen Bussen unterwegs sein, die das Ganze hier ziemlich spannend veranstalten. Oder wir werden das ziemlich spannend veranstalten und uns unsere eigene Buslinie aufbauen und dann natürlich auch mit MAN Line City, Scania und viel mehr unterwegs sein. Aber heute erstmal wieder in dem gelben Monster Gelenkbus und wir haben wieder schönes Wetter. Ich hatte eigentlich Nebel gewählt, aber irgendwie hat sich der Gott gedacht, ne, wir machen dann doch mal die Sonne. Wenn euch das Video gefällt, würde ich natürlich wieder sehr über einen Daumen nach oben von euch freuen. Vielen Dank für die, die es tun. Und natürlich auch gerne den Kanal hier kostenlos abonnieren, Glöckchen aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Ich gehe mal kurz mal eine Runde durch den Bus, guck, ob alles soweit in Ordnung ist. Das sieht aber gut aus. Man muss echt sagen, der Bus sieht aus, als hätte der 0 Stunden auf der Uhr, ne? Als wäre da nichts dran, ne? So, wir nehmen mal wieder Platz. Jetzt gucke ich mal. Zündung an. Starten den Motor. Gucken wegen den Kameras. Da waren jetzt nur eine 3er-Anzeige. Da ist die 4er-Anzeige. Machen natürlich die Klimaanlage an. So. Licht machen wir auf Standlicht. Klimaanlage an mache ich deswegen bewusst, weil es ist doch recht warm. Ich weiß gar nicht, was haben wir? 19 Grad. Also wirklich sehr, sehr warm. So, wir lassen die aber auf 3. Und wir öffnen natürlich unsere Dachluken. So, in Fahrtrichtung. Das ist immer gut. So, Tür zu. Hier habe ich erstmal keine Gäste, die mitfahren wollen. Wir düsen einfach mal los und schauen, dass heute alles wieder funktioniert, meine lieben Freunde. Ich habe es in den letzten Videos schon gesagt. Ich bin wirklich sehr von diesem Spiel begeistert. Ich finde, dieses Spiel hat wirklich großes Potenzial. Ich habe ja sogar herausgefunden, man könnte ja sogar selber schalten, wenn man will. Oh, ich fahre ein bisschen schnell hier. 40 in der 30er-Zone wäre nicht so gut. Man kann ja sogar manuell alles fahren. Also auch das möglich. Ich finde das halt mit Force-Feedback sehr geil. Dass hier tatsächlich bei jedem Schlagloch und so das Lenkrad so ein bisschen am Wackeln ist, finde ich wirklich sehr, sehr schön gemacht. So, Berliner Hauptbahnhof sind wir jetzt dran vorbei. Ich denke mal, so wird er auch in der Realität wieder ausschauen. Es ist halt Maßstab 1:1, wo sich die Entwickler wirklich auch dran halten wollten, werden. Deswegen hat das Spiel auch über 10 GB an Größe. So, jetzt muss ich ein bisschen nach links. Das finde ich immer ganz lustig. Das ist auch in ganz Deutschland so, dass sie hier so auf diesen Seitenstreifen einfach mal parken dürfen, obwohl da ein Hilfsstreif für Fahrradfahrer ist. Ach, guck mal hier, Aldi. Ich finde das super. Ich finde das so geil. Das macht dieses Spiel, muss ich jetzt ehrlich sagen, zu halt was ganz Besonderem. Du fährst und hast einfach reale Sachen hier. Ne, also, wartet. Wie gesagt, oh, die Kamera will heute mal wieder nicht. Ja, die Kamera spielt manchmal noch ein bisschen verrückt. Da, Aldi. Du hast einfach mal den Aldi hier stehen. Was ich auch ganz lustig finde, da vor mir war gerade ein Taxi. Das war allerdings ein GTI. Oh, noch schnell drüber. Das war noch kirschgrün. Das habe ich ganz klar gesehen. Gut, wir fahren jetzt einfach mal zur ersten Haltestelle. Ich muss mich auch gleich noch in meinen Fahrkartenschreiber einloggen. Und dann können wir nicht direkt weiter zusehen hier. Ab Hauptbahnhof sind es jetzt, glaube ich, noch 4 oder 5 Bushaltestellen. Guten Tag. Hallo. Wir haben aber die Haare schön heute hier. Hier, guck mal, Leute. Einfach mal ein GTI als Taxi. Ich finde es aber auch geil, ne? Taxen fahren hier rum. LKWs, PKWs, kleine Transporter. Du siehst Fußgänger in einem großen Spektrum. Guck mal, sogar verschiedene Taxen, ne, da vorne und hier vorne. Das waren zwei verschiedene Marken. Hier, ne, LKWs als feste Kabine mit hinten einer Ladefläche oder halt als Transporter, die halt zum Beispiel kleine Warensendungen und so übernehmen. Es ist einfach sehr vielfältig hier. Ich bin auch gespannt. Es soll ja, wie gesagt, die diversen Updates noch kommen. Hinter mir entsteht sogar ein kleiner Stau.
Aber auch nur, weil ich bei grün nicht losfahre. So. Ich bin hier mal ganz vorsichtig, gerade mit dem Gelenkbus. Ich gucke viel in die Spiegel und so, dass ich auch hier ja keinen Dummsinn baue. Muss ich mal gucken. Das Navi sagt bei mir noch geradeaus. Das heißt, ich muss hier die Spur nehmen. Weil hier wird rechts abgebogen. Wir düsen. Aber Knallgas an allen vorbei. Geradeaus durch. Guck mal, hier links ein grüner Frosch. Hallo? Hallo? Ne, will nicht mit mir reden. Ganz cool wäre noch, wenn man so noch das Seitenfenster so aufmachen könnte. Da habe ich aber noch keine Option zugefunden, dass man das auch wirklich machen kann. Aber hier wieder mal heute eine Folge. Nicht zum Brandenburger Tor, nicht zum Fernsehturm. Einfach mal vom Hauptbahnhof durch die Stadt eine genüssliche Runde drehen. Finde ich, muss auch mal sein. Das sieht aber alles sehr spannend hier aus. So, langsam abbremsen. Ach guck mal, wird direkt schon wieder grün. Was hat der eigentlich gelaufen? Haben wir eigentlich den Kilometerstand? Nee. Kilometerstand haben wir hier leider im Bus nicht. Aber ich finde halt auch das Aussehen von diesem ganzen Bus, ich finde das sehr, sehr schön gemacht. Es sieht einfach nach mehr aus. Und, boah! Was war jetzt? Wo bin ich denn gegen... Was? Wo bin ich dagegen gefahren? Es hat auf jeden Fall geklirscht. Ich glaube, ich habe irgendwo eine Scheibe oder so kaputt gemacht. Ist das jetzt eigentlich Fahrerflucht? Fahren wir mal besser weiter, ne? Auch hier, guck mal rechts, die parkenden Autos, auch SUVs und so sind mit dabei. Und alles, was man so ein bisschen an der Marke erkennen kann. Ne, hier links, Garageneinfahrten, Hinterhöfe. Echt super. Sag mal, wie weit habe ich bis zur ersten Bushaltestelle? Ankunft 7,29. 12,59. Ich bin bei 12,56. Wie komme ich denn jetzt auf 7,29? Das steht doch nirgendwo. 215 Meter noch. Ich glaube, dem LKW habe ich da aber gerade nicht wehgetan, ne? Kann man eigentlich... Nee. Ich wollte mal gerade wirklich gucken, ob ich hier interagieren kann und dieses Seitenfenster halt aufmachen kann. Das geht in einem anderen Bussimulator, geht das. In meinem geht das leider... Also in diesem hier geht das leider nicht. Da muss ich mich gleich mal anmelden. Aber hier geht das leider nicht. Okay, ja, dann ist das halt so. Ist ja grundsätzlich gar kein Problem. So, rechts rum. Wieder ein bisschen schwer. Auch toter Winkel hier, nur müssen wir beachten. Ich habe hier zwar noch leider keine Radfahrer gesehen, bin aber mal gespannt, ob sie die vielleicht auch noch... Oh, ich muss schon wieder nach links. Ich muss nach links rüber. Ach du heiliger Bimbam. Ob die vielleicht die Radfahrer noch mit reinbringen. Wäre vielleicht auch noch ganz cool, dass man wirklich so auch auf den toten Winkel und so achten muss. Jetzt vielleicht nicht unbedingt, dass man die Radfahrer dann umfahren kann, weil dann ist das Spiel nicht mehr ab 0. Dann hätten wir, glaube ich, schon umfahren, wäre schon eine 12er Einstufung etwa. Mit Blutspritz hatte ich euch ja mal erklärt, die 16er. Wenn das Körperteil abspringt, dann sind wir schon bei der 18er. Und ja, wenn du dann gar nichts mehr davon siehst, sind wir bei der Version, die in Deutschland nicht mehr erlaubt ist. Das habe ich, glaube ich, dem da gerade die Vorfahrt genommen. Ist mir aber egal, ich bin Busfahrer. So. Okay, das war jetzt doch eine ziemlich weite Tour bis zum ersten Haltepunkt. So, warte, jetzt erstmal kurz den Warnblinker an. Moment, ich muss immer noch überlegen. Da, Wahnsinn. So. Jetzt weiß ich auch, warum sie nicht einsteigen wollen. Ich habe meine Tafel nicht an. Und das geht nämlich nicht. Ich glaube, da ist noch ein kleiner Bug, da mache ich schon einen Report. Ja, das habe ich nämlich schon gedacht. Das zeige ich euch jetzt auch mal. Guckt mal, hier vorne steht, ist übrigens mein Busfahrer, ne? Hier steht nichts. Hier vorne steht nichts drin. Ich krieg's aber auch nicht an. Normalerweise ist das Z. Und die innere ist P. Und das geht tatsächlich gerade nicht. Das finde ich jetzt aber ärgerlich. Ja, ich hatte mich schon gewundert. Oh, ich kann es öffnen. Oh, geil. Aber guck mal, jetzt hier. Haha. Ja, sehr geil. Direkt mal aufmachen. Man kann tatsächlich... man kann auch hier... Also ich müsste gar nicht durch die Kamera switchen. Ich könnte auch hier, ne? Und dann... Könnte ich hier tatsächlich... Die machen wir erstmal aus, das ist kein Nebel.
Könnte ich hier tatsächlich interagieren? Kann ich auch damit was machen? Nee, das ist nur Deko. Aber geil, dann kann ich ja doch hier interagieren und kann sogar dann hier die Türen auf und zu machen. Ja, auch geil. Ja, wo mache ich denn... Kann man nicht manuell die Tafeln anmachen? Weil irgendwie muss der Busfahrer, also der Busfahrer hier... Das geht nicht. In der Realität muss der Busfahrer ja eigentlich auch einen Knopf drücken, um die Tafel anzumachen, ne? Aber den Knopf... Ich mach mal kurz hier wieder zu, ist mir ein bisschen zu laut. Den Knopf finde ich gerade nicht. Was haben wir hier noch? Die Türen blockieren. Fahrwerk runter und hoch. Mehr aber auch nicht. Ach, schade. Es geht leider nicht. Okay, dann machen wir auf jeden Fall einen Report. Aber so, so kann ich euch wenigstens mal ein bisschen Berlin zeigen. Komm, wir düsen noch ein bisschen durch Berlin. Herr Polizist, darf ich vor Sie? Nee, darf ich nicht. Gut, dann fahre ich hinter Sie rein. Hab ich gar kein Problem mit. Okay, da machen wir auf jeden Fall noch einen Bug-Report. Ist grundsätzlich gar kein Problem, dass ich die Anzeige gerade nicht anbekomme. Weil so ein kleines Gästchen würde ich aber auch gerne mal mit dem Bus reinfahren. Das wird bestimmt Spaß, da reinzufahren. Oh, schnell wieder zu. Ich muss nämlich weiterfahren. Ja, ja! Kein Problem. So, junge Dame, jetzt gibt's hier Kasala. Jetzt warten Sie aber mal ab, bis ich hier aussteige. Hören Sie mal, junge Frau. Sie haben auch noch einen Gast. Ist aber leicht bekleidet. Ja, und was machen wir jetzt? Ja. Was machen wir jetzt? Jetzt haben wir hier den Schlamassel. Jetzt müssen wir überlegen. Ja, super. Ganz toll, junge Dame. Ganz toll. Jetzt müssen wir wirklich überlegen, was wir machen. Ja, toll. Ja, komm, ich steig mal wieder ein. Ich bin ja gerade in der Leerfahrt. Genau, wir machen einfach eine Betriebsfahrt daraus. Ich bin jetzt unterwegs in einer Betriebsfahrt. Junge Dame, ich... Komm, ich mache Ihnen mal Platz. Genau, fahren Sie einfach weiter. Meine Güte. Sie fährt einfach. Ist das normal in Berlin? Dass die einfach dann weiterfahren, als wäre nichts passiert? Ich weiß ja nicht. Aber okay. Nicht meine Schuld. Ich habe Bilder gemacht. Ich habe alle Beweislast jetzt vor mir. Nee, auf mich gestellt. Ist dann jetzt so. Naja, komm. Jetzt erkunden wir noch ein bisschen Berlin. So können wir jetzt mal ein bisschen was vom Spiel sehen und euch wirklich die Einblicke geben. Vor allem auch hier rechts sind immer wieder mal ein paar Fußgänger unterwegs. Und ich habe es öfter gesagt, von dieser Grafik bin ich wirklich begeistert. Ihr braucht nicht unbedingt einen High-End-PC, nein. Ihr könnt es auch auf schwacher Grafik spielen, dann macht es immer noch Spaß. Weil die Optik an sich, die wirkt einfach sehr, sehr gut. Und vor uns sieht man jetzt auch so ein bisschen Nebel. Ich habe ja eingestellt, eigentlich soll das Wetter recht nebelig sein. Und vor uns sieht man auch so ein bisschen Nebel jetzt mittlerweile. Es scheint zwar immer noch die Sonne, aber der Nebel ist jetzt auch mit dabei. Und das finde ich einfach sehr, sehr schön gemacht. Vor allem, ich habe auch immer hier... guten Verkehrsfluss, ne? So, ich muss auf die rechte Spur, aber noch nicht rechts abbiegen. Nein, okay. So, die Taxifahrerin von gerade biegt, glaube ich, gerade links ab. Was ist das denn? Mountain Arrow? Was ist denn ein Mountain Arrow? Das sieht eher aus für mich wie ein Range Rover. Oh, keine Schleichwerbung machen hier. Komm, wir machen nochmal das Fenster hier ein bisschen auf. Aber nicht ganz, nur so ein bisschen. Boah, guck mal. Ist er direkt? Ich lasse es lieber zu. Habt ihr mitbekommen? Direkt ein Soundunterschied. Wenn ihr das Fenster aufmacht, wird natürlich alles direkt wesentlich lauter. Ist das eigentlich eine Kamera da oben?
Bassreiter. Was? Ein Bassreiter. Kein Blaupunktsystem, sondern ein Bassreiter. Auch geil. So, das ist die nächste Haltestelle. Wir können anhalten, es wird aber nichts passieren. Ich halte trotzdem mal an, damit das Navi nicht komplett verrückt spielt. Weil, wie gesagt, ich kriege leider die Anzeige nicht an. Aber hier, guck, jetzt könnte ich halt so hantieren. Ne, die Leute reinlassen. Ich guck mal gerade, ob ich das irgendwo hier draußen machen kann. Ne. Hier kann ich halt nur die Tür aufmachen. Aber ich kriege heute leider die Anzeigen. Tut mir leid, Leute. Wir machen heute Dienstfahrt. Dienstfahrt Jockos Fahrschule. Wir studieren einfach mal ein bisschen ja, Berlin. Und gucken uns mal Berlin so ein bisschen in der Umgebung an. Aber das ist aber nicht schlimm, Leute. Wenn euch das mal passiert, es kann natürlich sein, dass es beim Release auch nochmal passiert. Einfach das Spiel einmal neu starten und wieder reingehen und dann dürfte es wieder laufen. Das gleiche hatte ich mit dem, ich konnte einige Zeit lang nicht losfahren. Also ich habe, glaube ich, vor meinem ersten Video habe ich 4 oder 5 Aufnahmen gemacht. Und jedes Mal meinte das Spiel, du darfst jetzt nicht losfahren. Ne, ich hatte alles gemacht, Klimaanlage an, die Türen zu, Motor war an, Gang gewählt und wollte losfahren. Und er hat es einfach nicht registriert, egal ob mit Tastatur oder Lenkrad, es ging einfach nicht. Hab das Spiel neu gestartet und dann lief es auch. So, und da würde ich das dann genauso machen, Leute. Also, falls euch die Anzeige mal ein Streich spielt, startet das Spiel einfach nochmal neu. Und dann dürfte es eigentlich laufen. So, ich hoffe, mit dieser kleinen weiteren Folge konnte ich euch einen weiteren Einblick in The Bus bieten. Bald geht es auf jeden Fall fleißig weiter und dann auch mit der eigenen Firma zum Release kriege ich dann die Vollversion. Die Beta-Version ist dann out. Und dann können wir die eigene Firma gründen und auch mal im MAN oder halt in weiteren Bussen fahren. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, meine lieben Freunde. Ich fahre die Tour jetzt einfach meine Betriebsfahrt noch zu Ende. Wünsche euch noch einen schönen restlichen Tag. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video oder halt auch mal im Livestream. Und bis dahin, Leute, allzeit gute Fahrt auch hier in Berlin. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Schön, dass ihr mit dabei wart. Denkt an das Daumen nach oben. Macht's gut, Freunde. Jockos raus. Tüdelü. Und tschüss.